Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1445. Ja, willkommen zu einem altbekannten ZVZ. Kann man das schon als Klassiker bezeichnen? Es ist auf jeden Fall ein sehr vertrautes Match, weil es so oft vorkommt. Und das, obwohl die beiden noch gar nicht so häufig gegeneinander gespielt haben. Aber es bündelt sich halt alles auf die letzten 2 Jahre. Ja, und es ist natürlich einmal der italienische Zerg in Rot. Der ist beim Team Clash. Es ist Rainer. Und sein Gegner, der finnische Zerg in Blau beim Team Enz, es ist Cyril. Und natürlich sind die beiden auch einmal mehr das Winners Bracket Final. Der das Ding gewinnt, der darf mit der Plus-1-Führung ins Finale gehen. Das hier ist aber natürlich noch ein Best-of-5. Finale wird dann Best-of-7, also alles wie gehabt. Und ja, 27 Serien inzwischen gegeneinander. Der Vorteil liegt bei Cyril über die gesammelten Matches. Aber ja, da ist nichts garantiert. Auch wenn deiner den Vorteil hat, das wird ein knappes Match. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Und wir sehen, Linge sind bereits unterwegs. Baningness kommt mit dazu auf beiden Seiten. Beide bauen auf eine dritte Hedge. Evolution Chamber noch mit dabei bei Rainer. Der hat weniger Drones, aber dafür eben Schwung an Linge gebaut. 20-2. Aber Sabel legt da auch nach und kommt Banes mit dazu. Also jetzt geht's auch schon rund. Minute 4, erste Map und die dritte Basis wird angeknabbert. Queens mit Bandingen versuchen natürlich dann hier zu verteidigen. Wie viel Schaden kann Rainer hier machen? Wie gut ist Savils Defense? Da geht's auf den ersten Banding, wird aber beschützt. Die Linge ziehen sie erstmal zurück. Kriegen hier ein paar gegnerische Linge. Es wird ein bisschen hin und her getanzt, aber es wird nicht voll drauf gerannt. Da versuchen noch ein paar Linge aber reinzukommen. Da ist aber die Queen hält nicht dicht. Die Queen lässt die Lücke offen. Die Linge kommen rein. Und damit kann Rainer mal alles abscouten. Und der Wasser hier noch vorne natürlich Banding im Morphen hinten drin. Das macht man gerne als Zerg und hofft, dass der Gegner das nicht gemerkt hat und nicht realisiert hat, dass er noch Linge sind. Währenddessen die Queen hat sich rausbewegt, wurde von den Lingen surrounded, gesniped. Die Bandinge hinten werden allerdings nichts. Und Rainer viel mehr schafft er dann doch nicht, wie es momentan aussieht. Die dritte Basis wird überleben. Allerdings, da will natürlich eine Queen verloren, ist etwas uncool, muss man nachbauen, verliert man Injects. Und ja, wir haben den Wechsel auf Roaches. Wir haben Roachborn bereits unterwegs bei Savile. Bei Rainer gibt es den noch nicht, aber er forscht bereits +1 Missile Attacks und beide bauen noch auf den Leertag. Also auf absehbare Zeit wird es auch bei Rainer Roaches geben. Ja, da kommt auch der Roach von. Also das war klar, dass es in die Richtung geht. Man möchte nicht ewig auf Link-Baning bleiben. Das wäre auch mal was, oder? So ein Game mit 200 Supply, Link-Baning gegeneinander. Es würde ziemlich rund gehen, aber ich glaube, die Spieler würden selber die Krise dabei kriegen, weil so eine Masse kann man nicht mehr vernünftig kontrollieren. Und man müsste so viele Baninge nach vorne schicken, also das wäre einfach totales Chaos. Das ist etwas, was sich keiner der Spieler antun möchte. Zudem haben Linge das Problem, wenn der Gegner eben auf Roaches wechselt und man selber das nicht mitzieht, kommt der Punkt, wo die Linge halt einfach nicht mehr sonderlich gut fighten können. Gerade wenn die Roaches dann mit dem Armor-Upgrade nochmal dazukommen und die Linge eben im Attack-Upgrade nicht mit aufschließen können, haben es die Linge sehr, sehr schwer. Und eben auch wenn es eine große Masse an Roaches ist, dann stehen die so geklumpt und Linge natürlich die Leben davon einhalten, surrounden zu können. Und bei einer großen Masse an Roaches kann man die halt nicht surrounden, weil die Roaches in der Mitte denken sich, jawohl, die Außen beschützen uns und wir kotzen einfach alles tot, was in der Nähe ist. Und das ist einfach ein Ball an Roaches viel effektiver als ein Ball an Linge. Einfach wegen Ranged versus Melee Attack. Die eine Seite muss halt nah ran, die andere kann aus der Distanz schießen. Das sind die Roaches im klaren Vorteil drum. Eben wenn die Link-Phase gespielt wird, finden sie meistens auch irgendwann ein Ende. Es wird nicht, also wenn das Link-Game nicht früh endet, dann wird aus dem Link-Game eigentlich immer rausgewechselt, weil keiner kann sich's leisten, auf den Lingen endlos zu bleiben im ZVZ. Zudem, weil auch Baninge natürlich gegen Roaches nicht die effektivsten Einheiten sind, sondern ja, man braucht so viele Banes, um gegen Roaches 50 durchzukommen. Das geht bis zu einem gewissen Maß auch, aber es kommt wirklich der Punkt, wo die Linge einfach stark abfallen im direkten Vergleich gegen die Roaches. Die werden dann wieder besser im ganz späten Spiel, wenn man +300 Arena Glance hat. Aber bis dahin muss man erstmal kommen. Und eben gerade diese Midgame-Phase, wo der Gegner auf 200 Supply Roaches sein kann, man selber auf einen Hive-Tag und Adrenal Glance wartet, ist ja genau die Phase, wo man als Link-Zerg dann wegstirbt. Drum, ja, gehen beide auf Roaches. Und wie man sieht, da geht es auch bereits einen Schritt weiter. Rainer mit dem Hydra-Den und dem Infestation-Bit. Also er taggt hier ziemlich massiv für einen Zerg. Zu dem Drop-Overlord unterwegs. Bei Savile gab es in der Zeit auch anderen Tag mit dazu, nämlich Spire und kleiner Switch auf Mutalisken. Nicht volles Commitment sind 7 Mutas zum Overlords abräumen. Den Drop kann er natürlich auch schön abfangen. Hier ist Baning Drop geplant.
Wir haben kein Baning Speed, sondern es ist einfach nur normale Banes, die noch übrig sind, die man noch morphen kann. 2 ins Upgrades bei Rainer. Bei Savage kommt plus 2 Missile Attacks. Die Linge finden hier nochmal den Weg an die vierte Basis. Beide haben eine vierte, 72 zu 70 Drones. Und Rainer jetzt gerade Supply Block eben, weil er die ersten Overlords verliert. Die Mutas jagen dadurch die Gegend, suchen nach Kills. Die Overlords werden zurückgezogen, haben glücklicherweise Speed Upgrade. Kommen also damit recht gut nach Hause. Dafür haben die Mutas jetzt gerade das Ziel gewechselt und gehen lieber mal auf die Säuglinge, die noch unterwegs sind. Wie man sieht, Savage, das ist eben nur ein paar Mutas zwischendrin. Und der Bane, den kriegt einen richtig schönen Hit. Der hatte sehr viel Spaß. Der hat richtig viele Dinge mitgenommen währenddessen. Ist aber der Baning Drop hier auch unterwegs. Da versucht an die dritte ranzukommen, aber Queen spuckt drauf, Roaches sind zur Defense da, die Drones fahren bereits weg und da wird Rainer nicht viel erreichen tatsächlich. Hat aber währenddessen nochmal einen weiteren Runby unterwegs mit den Lingen. Lassen aber die Mutas, der Overlord kriegt am Ende nichts gebacken, geht da down und die Linge werden auch defended. Also Rainer kriegt dann nichts an Schaden, verliert einfach nur Units und Savile bedankt sich dafür, ist jetzt selber maxed. Allerdings die Armys sind natürlich unterschiedlich, denn das sind die ersten Hydras mit drin bei Rainer. Bei Savile ist es wirklich Roach-Masse mit den paar Mutas. Gut, ein bisschen Rest, Link-Baning ist noch da. Und ein paar Ravager, das waren auch mehr, aber hauptsächlich geht jetzt hier Savile auf eine Road Ravager Army und die Mutas schauen einfach, dass sie eben alles abfangen, was Rainer noch so rausschickt aus seinen Basen und vielleicht auch ein bisschen Schaden machen können, gerade an so einer Base. Man sieht auch mehr Investment ins Borkroll, das kostet Rainer natürlich auch nochmal Drones, also Savile spielt das ziemlich gut und hat jetzt eben diese Masse in Road Ravager, mit der Savile Rainer belagern kann und Rainer versucht auf Lurker zu kommen, aber die sind halt noch nicht fertig und das ist gerade ein großes Problem, weil die Lurker könnte man dringend brauchen hier für den Fight, wobei gegen Frozen Files sind die Lurker natürlich auch nicht die optimalste Einheit, solange sie noch nicht ihre Fallen abgeht haben. Man sieht, die vierte Basis leidet massiv, die Mutas haben es währenddessen an der dritten versucht und der Natural sind ein paar Linge drin, da gehen gerade Drones down, 9 Stück. Und die vierte Headstop. Die Lurker sind jetzt zwar fertig, aber das kostet Rainer ziemlich bitter. Eine Basis und einiges an Economy. Die Mutas haben ja auch die Queen gekillt und ärgern hier einfach Rainer noch ein bisschen. Man sieht die Map-Control gerade voll auf Savils Seite. Rainer steckt einfach nur gerade oben in seinem eigenen Block und versucht einfach nicht überrannt zu werden von den Roaches. Und Savile taggt jetzt auch hier mit Hive-Tag und Hydro dann unterwegs. Lurker werden aber umpositioniert, aber ja, die Lurker mussten immer aufpassen. Da geht mal einer down, es ist ein Overseer mit dabei. Das heißt, man hat eben die Vision auf die Lurker. Zudem kann man eh mit Cross Files einfach so auch ihr Ziel nehmen auf die Lurker. Man braucht den Overseer da nicht zwingen. Und momentan macht Savile einfach weiter Druck und schickt die Mutas gerade in die Mainbase. Oder Richtung Mainbase. Hat die noch nicht direkt genutzt. Jetzt sind sie in der Mainbase dran. Das heißt, hier gibt es noch mehr Ärger. Die dritte Basis hat ein paar Schwierigkeiten. Und Savile Denter sammelt einfach fröhlich Geld. 69 zu 70 Worker. Die Mutas hier machen nicht übermäßig viel, aber sie nerven halt. Und man muss sich immer auf mehrere Sachen konzentrieren. Scorpion ist nochmal mit dabei, geht nach vorne, um den Overseer loszuwerden. Lurker sind aber immer noch am Start und die Lurker halten hier Rainer gerade am Leben. Wenn das die Mutas werden jetzt zerpflückt von den Hydralisken, kriegen zwar noch die Queen. Aber das war's dann so ziemlich mit den Mutalisken. Da ist noch einer und das war's komplett mit den Mutas. Währenddessen wandert Savile wieder rüber auf die vierte Basis, die gerade neu errichtet wird. Es kommt Seismic Spines bei Rainer. Also das erste der Lurker-Upgrades, ne, Adaptive Talents hat er schon, oder? Das sieht danach aus. Ja, Adaptive Talents ist drauf, das heißt, er hat noch das Range-Upgrade unterwegs, währenddessen aber Savile hat einen Schwung Roaches abgespalten von seiner Hauptarmee, killt da ein paar Drones, währenddessen geht es aber an der vierten Basis immer noch zur Sache. Vierte Basis überlebt, aber trotzdem, es ist für Rainer ziemlich teuer, vierter 11 Drones hat jetzt die Lurker da, um zu defenden, aber man sieht einfach, Savile hat ziemlich viel Geld zur Verfügung, noch nicht übermäßig, aber er hat eine neue Basis, die auch fast fertig ist. Wir sind bei 56 zu 63 Workouts momentan, man sieht einfach Production-Tab-Unterschiede, diese Riesenstab hier an Upgrades gegen das bisschen, was Rainer da gerade macht. Aber Rainer pumpt jetzt auch nochmal sein Supply hoch mit den Roaches. Hat natürlich die Lurker und die haben bald ihre Doppel-Upgrades. Also jetzt gilt's für Savile, ob er mal das aufhalten kann. Rainer pusht mal raus mit Lurker-Roaches. Hat noch ein paar Hydras auch mit dabei. Aber wir sehen Hydra-Speed, 3-1 Upgrades bei Savile, Roach-Speed, Tunneling-Claws und Burrow natürlich. Kommt da noch mit dazu. Wenn das haben wir hier ein paar Roaches, die einfach reinrennen und ein paar Drones killen wollen. 55 Worker momentan. Die Roaches aber killen keine weiteren. Und Rainer jetzt hier versucht anzugreifen. Da sieht man die Lurker in Aktion. Es gibt keine Konter-Lurker. Vipern sind aber mit dabei. Und die Vipern sind natürlich ein großes Problem für diese Lurker. Die liegen nach vorne, abducten die Lurkers. Damit sind sie nicht mehr am Boden. Roaches fighten gegen die feindlichen Roaches. Wenn das jetzt ab hier weiter vorwärts. Und Rainer versucht mit seiner Army so viel wie möglich zu erreichen. Frozen Bice war dabei, der drauf kann. Lurker dodgen das aber gar nicht ziemlich gut. Trotzdem den oberen Fight hat hier Rainer fast verloren. Da ist noch ein Lurker tatsächlich mit 4 Points. Der nochmal richtig schön durch die ganzen Roaches und Ravager durchsäbelt. Währenddessen ist unten der Weg offen auf die dritte Basis. Die wird gesniped und Rainer macht einen wichtigen Kill. Kriegt da jetzt die Lurker reingezogen in die gegnerische Army. Trotzdem, da pusht man einfach weiter nach vorne. Rainer will jetzt hier wissen, Savile's Defense ist hier ready. Er versucht gerade einen eigenen Lurker fertig zu kriegen. Das wird aber nicht. Stattdessen muss er hier stehen und fighten mit Roach Ravager. Mit den Upgates, die er gerade hat. Da tut sich gerade nicht viel mehr. Roaches kommen ein paar von der Rückseite. Hydra kommt auch mit angelaufen. Savile hat natürlich das schnellere Reinforcement, aber hatte hier genügend Armys, weil die Lurker machen nochmal einiges an Schaden. Dodgen weiterhin die
Corrosive Bites hier von den Ravagern. Es wird auf beiden Seiten die Army mega ausgedünnt. Da ist nicht mehr viel an Supply. Wir sind runter auf 120 zu 110 Supply. Und Rainer schickt einfach alles an Roaches gerade rüber und hoffen, dass es sein Gegner überrennen kann. Aber die Lurker werden jetzt fallen. Und somit ist es ein Roach gegen Roach verletzt am Ende noch. Mit ein paar Viper noch mit dabei von Savile. Da werden seine Drones nochmal angegangen. Fehlt jetzt also auch nochmal ein paar Worker. Die Roach-Masse hier aber gerade noch größer von Rainer. Da kommt jetzt aber Burrow und Tunneling Claws noch mit dazu tatsächlich. Also Burrow zumindest, das lädt die Roaches natürlich in den Hitpoints auf. Da kannst du noch eine Blinding Cloud geben, dass die Roaches gerade kurz nicht fighten können. Vielmehr können die Viper da eh nicht machen gegen die Roaches. Abducts gegen einzelne Roaches lohnt sich jetzt nicht wirklich, wenn man keine Roach-Masse hat. Also im ersten Fall sind wir da eine Blinding Cloud. Aber trotzdem, Rainer behauptet sich hier. Und Rainer ist jetzt im Supply vorne. Sah nicht gut hinaus, aber tatsächlich mit den Lurkern. Er hat das Ding gedreht und versucht jetzt hier zu beenden. Da fliegen die kleinen Clouds. Man sieht das grüne Zeug, das da rumhängt. Aber es reicht nicht. Savile kriegt es nicht in den Griff und Rainer macht hier das 1 zu 0. Hätte man nicht unbedingt erwartet. Aber Rainer mit den Lurkern tatsächlich. Da war noch dieser eine Lurker, der einfach mega geärgert hat. Mehrere Kills und einiges an Schaden ausgeteilt hat. Und generell, die Lurker einfach haben es dann gerissen. Für Rainer. Er hat seinen Supply immer noch weiter aufgebaut. Und dann ging es in den Fight. Und dann hat Savile tatsächlich ein bisschen zu viel verloren und konnte es nicht mehr in den Griff kriegen. Hat sich dann doch ein bisschen überladen mit dem ganzen Tech, den er dann dazu gezogen hat. Wir sind einfach, seine Army war natürlich techmäßig eh schwächer schon vorher. Und Rain hat einfach gewartet. Wieder mal die Combo der beiden Lurker-Upgrades und ja, die Power der Lurker, die bringt Rainer hier durch. Am Ende war es einfach nur noch Roaches reinpumpen und hoffen, dass der Gegner das nicht so gut hinkriegt wie man selbst. Und das war bei Rainer hier der Fall. Konnte eben sein Army-Supply früher stabilisieren, mehr stabilisieren. Und bei Savile, ja, dann hat er einfach einen. Er musste den Kampf einnehmen, indem er einfach quasi konstant verliert, zwar immer nur ein bisschen, aber das quasi summiert sich auf und dann war da keine Chance mehr da. Also das 1-0 geht an den roten Zerg. So, Map Nummer 2, Romanticide mit Baning Nest, wieder auf beiden Seiten, Rennebasis auf beiden Seiten, aber schon Linge im Bau, bei Rainer und bei Savile. Allerdings auch Drones, also nicht exklusiv nur Linge. Zieht auch einzelne Linge, gehen da auf Scouting-Tour. Weiter mit Speed-Upgrade und jo. In welches Upgrade es dann gibt. Hier Linge kämpfen gegen Linge. Versuchen einfach auch hier den Scout zu verhindern. Oblots sind teils in Position. Hier auf Myground, hier außerhalb. Also schwirren einfach wieder mal auf der Map rum. Mehr Drones mit 35 zu 31. Aber ich glaube, es sind ein paar Linge. Ja, es sind ein paar Linge mehr bei Rainer. Vier Linge mehr momentan auf dem Feld. Und die Linge soll noch plus 1 Carapace bekommen. Ah, okay, also ein anderes Upgrade, kein Whistler-Tags. Hat, ja, was hat Rainer noch genau damit vor? Also bis das plus 1 Armor tatsächlich eine Rolle spielt, dauert ewig. Man sieht, Savile möchte auf Roach-Tag wechseln. Leer-Tag, Roach waren bereits unterwegs. Das Geld spart sich Rainer bisher. Drone stattdessen nochmal höher, hat die Länge unterwegs, könnte die dritte versuchen anzugreifen. Ein Baning wird dann nicht ganz reichen, aber es kommen noch ein paar Dinge mit dazu. Also die Länge ist jetzt draußen, waren jetzt aber auch gesehen vom Overlord. Jetzt weiß Savile, wo die Party abgeht und da zwei, drei Linge für ein Baiting. Die Linge hier versuchen noch mehr, aber das wird normalerweise nicht reichen, weil das Reinforcement kommt. Dann gleich Queens mit dabei und die Queen hier auch steht hinten drin. So, ja, dass die Linge mich nicht surrounden können. Und wir sehen zwei Gas mehr bei Savile. Da fehlt noch das eine in der Mainbase. Er könnte theoretisch immer noch einen Spire mit dazu werfen, das ist gar kein Problem. Genauso wie er das in der vorigen Map gemacht hat. Bei Rainer hingegen natürlich jetzt der Tech, der, ja, ist nicht ganz so schnell, da ist noch kein Leertech begonnen, er ist immer noch auf Hedge-Tech, hat zwar einen Roach Warren, aber baut weiter Linge, das heißt, er will die Linge mit dem plus 1 Carapace und dann auch die Roaches mit dem plus 1 Carapace nutzen. Gebündelter Tech auf wenig Technologiestufe. Ja, da wird einfach dann gepusht damit, mit einer potenziellen neuen Basis, bis er hier in dem Weg auch durch. Und auf Savile's Seite kommt ein Nydos. Okay. Die werden lustig aufeinandertreffen. Die eine Seite mit plus 1 Whistler-Tex, die andere Seite mit plus 1 Carabase. Der eine, ja, möchte mit Ling Roach pushen, mit langsamen Roaches halt auch. Also die sind dann echt nicht still unterwegs. Und Savile kommt dann halt mit dem Nydos vorbei. Also das, ja, der Nydos wurde der gescoutet? Waren die Linge tief genug drin? Sie sollten das gesehen haben. Es kommt jetzt ein Leer-Tech bei Rainer auch direkt, nachdem er das sieht. Ja, ich glaube, sein Attack hat sich gerade erledigt. Er kann jetzt aber die Linge und Roach natürlich trotzdem nutzen, um zu verteidigen. Und der Baning schlägt seine, aber hat es gesehen. Das plus 1 Armor-Upgrade, die Linge alle tiefrot, aber sie leben noch. Und damit schnappt sich Rainer diesen Fight, kann die ganzen Linge rausnehmen. Man hat es tatsächlich mal ziemlich deutlich gesehen, was der Unterschied mit dem plus 1 Armor-Upgrade ist. Weil das in der ersten Nydos wird schon mal nichts werden. Und für Savile damit, ja, sieht es gar nicht so toll aus. Rainer kann jetzt einfach nachtacken. Savile versucht jetzt einfach mit einem plus 2. Er lädt trotzdem noch in den Nydos ein, aber er hat nicht so viele gute Nydos-Chancen, weil hier in der Mainbase warten bereits Roaches.
an der Naturalist Vision da, um es zu sehen, falls da Nydus gesetzt. Man könnte noch hier draußen Nydus bauen, das wäre noch theoretisch möglich. Da hat Rainer momentan am wenigsten Vision, am wenigsten Sicht, um eine Nydus zu finden. So, wir haben einen Spire unterwegs bei Sellers. Da kommt natürlich der Spire mit dem 6. Vespingas auch. Ein paar Mutas soll es dann geben, damit kann natürlich die Overlords des Gegners loswerden. Dann sieht der auch weniger, dann wären die Nydus-Optionen wieder ein bisschen mehr, wenn es spätere Nydus-Versuche überhaupt noch gibt. Weil meistens, wenn sowas dann nicht funktioniert, dann schläft der Nydus-Tech komplett ein. Sind noch Roaches drin? Nein. Wurde schon komplett ausgeladen. Also momentan ist die Intention nicht da. Die Dinge versuchen hier noch ein bisschen hochzukommen, aber keine Chance. Und somit, ja, auch Spire bei Rainer. Aber das wird jetzt ein bisschen dauern, bis beide ihren Spire soweit ready haben. 4. Basis könnte bald mit dazukommen. Gibt er hier schon den Weg quasi auf die Base, aber wurde noch keine Drone durchgeschickt. Aber das ist ein Overseer Scout, Changeling Scout, Hauptsache Informationen über den Gegner sammeln. Und gerade eben der Spire sollte gefunden werden. Der steht an der Natural. Ja, der steht an der Natural. Sabel hat ihn auf jeden Fall gesehen, hat einen schnelleren Spire. Bei Rainer bin ich mir nicht so ganz sicher, ne? Er hat das noch nicht gesehen von Sabel. Er hat da schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Da drüben noch einen Overlord, aber kein Overseer. Damit der Informationsstand von Rainer ist schlechter. Und er spielt mit einem langsameren Spire. Und Sabel weiß eben, dass der Gegner auch auf den Spire baut. Das heißt, kann sich da entsprechend vorbereiten. Da gibt es die 4. Basis mit Doppelgas. Hier gibt es die 4. Basis mit dem Bonus-Vespingas. Und mal sehen, wer wie viel dann auf die Mutas hier baut. Da gibt es jetzt noch ein paar Drone-Kills. Die Linge rennen rein und auch die Queen wurde eliminiert. Liegen noch die Überreste. Also die Linge starten einen guten Run-By. Und jetzt wird es dann der Kampf um die 4. Basen und natürlich der Kampf mit den Mutas. Wobei von Savile da deutlich mehr kommt. Aber eben Savile, er weiß halt auch, dass Rainer hier die Mutas spielt. Das heißt, er versucht das ein bisschen zu überrumpeln. Geht auch auf plus 1 Air Carapace. Die Overlords leiden da noch ein bisschen. Währenddessen Linge rennen ran, rennen rein. Und die Linge werden das sehen. Die Linge kriegen jetzt eh mit. Okay, mein Gegner hat auch einen Spire. Jetzt beginnt auch die Muta-Produktion wieder bei Rainer. Also wir verlagern den Kampf ein bisschen in die Luft, wie es momentan aussieht. Die Queen alleine muss aufpassen. Die wird, das stimmt halt echt nochmal eine Queen. Und damit Savile, ja, es läuft nicht optimal für ihn. Queens zu verlieren nervt halt wirklich für die Production. Währenddessen hier Roach-Muta-Fight. Die Mutas aber weniger von Rainer, wenn ich das richtig... Ja, weniger von Rainer, wenn ich das richtig im Blick habe. Dafür aber deutlich mehr Roaches. Ist fast maxed. Und hat eben ja hier noch die Möglichkeit, ein paar Homelots raus. Also bisher sieht es für Rainer hier ziemlich ordentlich aus. Weil wir haben gesehen, wie schnell die Dynamik drehen kann. Wobei dieses Mal aber keiner der beiden gerade Lurker zur Verfügung hat. Also deutlich schwieriger, den Fight einfach so zu drehen ohne Lurker. Also gerade Rainer hat sich einiges am Map-Control geschnappt, aber beide räumen sich natürlich jetzt Stück für Stück die Overlords weg. Da sind immer noch ein Overlord und ein Overseer. Das sind natürlich schöne Snipes, die man mitnimmt. Hier drüben werden das die Mutas schon mal vorbei und die versuchen da die Roaches zu belagern. Ja, die Roaches tanken natürlich einiges weg. Die Mutas kriegen Carapace, während es die Mutas für Rainer und auch Carapace kriegen. Die Rocks wurden hier zerstört. Und die Mutas ärgern hier die 4. Basis, während es die Mutas ärgern hier die 5. Basis. Sie können die einfach rausnehmen. Wird noch gecancelt. Und somit die Mutas fliegen zurück für die Defense. Währenddessen fighten jetzt die Roaches gegeneinander tatsächlich. Das ist vielleicht für Savile nicht so gut, weil seine Roaches brauchen länger, seine Link-Reinforcements brauchen länger. Die besseren Roach-Upgrades hat momentan 1-1 gegen plus 2. Ist es besser, ist es bei Savile tatsächlich. Aber das Problem ist halt, seine Einheiten brauchen länger. Splitten sie jetzt auch noch ein bisschen auseinander. Und Rainer defendet das, kostet ihm trotzdem einige Roaches. Hat aber auch noch einiges an Geld auf der Bank. Und die 5. Basis, die Savile bauen wollte, die wurde jetzt eben erstmal nichts. Rainer noch ohne 5. Basis unterwegs. Stattdessen die Mutas schauen die wieder vorbei. Und kriegen auf fast die Hatchery hier down. Plus 1 Flyer Carapace ist gleich mit am Start für Savile. Dann hat er den grundsätzlich besseren Muta-Fight. Kann aber theoretisch könnte Rainer noch die Roaches runterstellen. Und dann einfach Muta-Ball kämpft gegen Muta-Ball-Roach-Ball. Währenddessen läuft es auch einfach raus und es geht einfach voll in den Fight. Das ist ihm jetzt komplett egal. Wir haben 29 zu 21 Mutas, 13 zu 17 Roaches. Das sieht mir eigentlich nicht so aus, als ob Rainer das schaffen kann. Denn momentan den Muta-Fight verliert er und dann verliert er auch natürlich langfristig den Roach-Fight. 24 zu 15 Mutas. Das sieht überhaupt nicht gut aus hier für Rainer. Hatte da den Upgrade-Nachteil. Er hat den Upgrade-Nachteil auch immer noch. Er hat da kein plus 1 Carapace. Die Mutas tanken da doch deutlich mehr. Die Roaches zwar kommen jetzt durch am Boden, aber die Mutas können auch dagegen kämpfen, können die nach und nach rausnehmen. Und die Roaches von Rainer machen nicht wen. Und Savile übernimmt jetzt die Führung im Supply, baut eine 5. Hat Rainer jetzt aber auch unterwegs. Trotzdem, die Basis hier ist so low, dass einfach Savile nur einmal kurz vorbeigucken muss und die Basis rausnehmen. Ja, da ist die Basis auch down. Damit ist die 4. Basis-Geschichte. Und das schränkt natürlich das Mining von Rainer doch deutlich ein. Versucht die neue Basis da unten dann gleich zu nehmen. Da sind aber auch schon die Linge dran und die Mutas werden da sofort auch gleich mit vorbeikommen. Hier wird nochmal ein Spockholler gesniped und ja, der Fight war für Rainer nichts und jetzt hat er eben die Konsequenzen, die er davon austragen muss. Hier oben gibt es nochmal einen Ling Run bei. Da geht es wieder mal auf. Die Queens müssen ständig die Ling Run bys wegtanken. Währenddessen rennen hier nochmal ein paar Linge durch die Gegend, aber die werden verfolgt. Die Mutas währenddessen suchen nach einem weiteren Opening. Schauen da nochmal vorbei. Hier sind so viele Overlords.
Hier sind so viele Overlords, das sind aber auch die Mutas. Trotzdem, wir sind Muta-technisch bei 33 zu 21. Es sind so viel mehr Mutas von Savile. Er hat so eine Muta-Masse. Und er fliegt hier einfach fröhlich drüber. Die Linge steckt da runter in die neue Base. Er fighten Linge gegen Linge. Aber die Mutas, wenn das ein Rampage in der Natural, 15 Thrones direkt down. Gott, der Muta, die Muta-Wolke ist wirklich übel mit 35. Und da kommt noch plus 1 Attack mit dazu. Das kann sich... Er könnte sich das leisten, aber bis das Upgrade bei ihm fertig wird, ist es halt schon mega spät. Währenddessen die Linge starten jetzt hier einen Counter-Run bei. Da sind wieder Queens mit am Start. Die werden dieses Mal nicht surrounded. Die Mutas kommen jetzt zurück, um die Linge abzuwehren. Und ja, Rainer, da sieht man es gut. Er rennt hier hoch, er sieht die Base, dass die fertig ist. Und ab da ist es direkt das GG für ihn. Weil er genau weiß, er hat die ganzen Drones verloren. Er hat selber eine Basis verloren, ist also auf 4 Basen gegen die 5 jetzt von Savile. Und er weiß, dass Savile eh schon mehr Mutas hat. Darum ging er nämlich nicht in den Muta-Fight, weil er genau weiß, das würde nichts bringen. Und somit Savile gleicht das Game aus mit den Mutalisken. Einfach mit ein bisschen mehr Informationen auch, die er hatte. Und dann Rainer ging in einen sehr komischen Fight. Einfach hat er den Go gestartet, hier rein in die Position. Aber das war nicht so ganz der tolle Fight. Und eben das Problem war, in diesem Zeitpunkt hatte er sein Plus 1 Flyer Carapace und nicht. Und seine Mutas waren da eh schon weniger. Also er war im kompletten Muta-Nachteil. Und die Mutas haben das halt geregelt. Es hat ein bisschen gedauert, aber damit, ja, 1:1. Ab geht's in Map 3. So, auf Map Nummer 3, Jaggernatha, macht Rain ein bisschen was anderes, denn hier gibt es nicht die typische dritte Basis mit dazu, sondern Rain investiert sein Geld in ein paar Linge und einen direkten Leertag, während das ein Savile gerade sich eine Wall aufbaut, damit da nichts reinkommt. Linkspeed ist schon online auch bei Rainer und er kann hier problemlos die dritte von Savile canceln, der sich eben cancelt hier die Evolution Chamber. War sich dann doch nicht ganz so sicher, ob das eine gute, so gute Idee war, baut dann direkt nochmal eine neue, weil die Linge halt immer noch unterwegs sind. Somit Rainer hält das Spiel erstmal auf 2 Basen und taggt währenddessen hoch. Kann also auf 2 Base Muta theoretisch gehen. Aktuell fehlt ihm aber das, was Ingas kommt drauf an. Er kann den Spire trotzdem bauen und danach auf 4 Gas gehen. Und jetzt sind wir bei 3 bei Rainer, wenn ich das richtig sehe. Jetzt 2 in der Main Base und 1 in der Natural. Da kommt ein Baning Nest und da kommt der Spire. Das heißt, wir werden das 4. Gas und 2 Base Muta Opener kriegen. Währenddessen wurde hier die 3. Basis nochmal gecancelt und die Drone gekillt. Da kommt Versuch Nummer 3. Und plus 1 Carapace bei Savile. Also Muta-Plan dieses Mal von Rainer direkt. Nachdem er sich wohl gedacht, gut, jetzt habe ich ein Game gegen Mutas verloren. Das kann ich auch ein Game mit Mutas gewinnen. Und jetzt möchte er eine Demonstration dafür anfangen. Und hier hat er sich gerade eine eigene Drone gekillt. Ich bin nicht sicher, wofür. Weil er hätte echt keinen Supply frei kriegen müssen. Aber gut, ich glaube, war einfach ein Missklick. Wenn das ein... Wo wir so einen Missklick haben, da ist ein Baning, der turniert und hat einige Linge mitgenommen. Also Savile bisher... deutlich mehr verloren. Hier geht es nochmal auf den Overlord Baning auch mit dabei. Aber die Queens sind mit vorne. Hier drüben die 3. Basis könnte noch ein bisschen belagert werden, aber ist wieder so ein Baning. Kann man auch wieder so das. Also das hier vorne war so ein klassischer Rampen-Baning, dass man eben die Rampe hochgeht, man hat keine Vision und dann weiß ich so, Savile sieht das nicht. Wenn hier ein Baning steht, der läuft dann einfach direkt gegen den sich. Jawohl, Linge, bam, genau sowas. Genau sowas passiert dann. Und das ist das Gefährliche. Also es lohnt sich immer wieder mal als Circuit Painting auf eine Rampe zu platzieren, wenn man weiß, man ist noch in der Link-Phase. So, die ersten Mutas sind unterwegs. Wenn das ein Savile geht auf 1-1 Upgrades für seine Linge, also investiert mehr tatsächlich in Circlinge, versucht ein bisschen das Circling-Game zu spielen und baut dann jetzt ein Queens als Antwort auf die Mutas. Theoretisch könnte er bei dem ganzen Spaß noch einen Leertag und einen Nydus mit dazu nehmen. Und damit dann einen Attack starten. Das ist möglich, aber momentan fehlt ihm der Attack dazu. Und als nächstes sehen wir dann die Mutas von Rainer, die dann erstmal auf der Map sämtliche Overlords wegfarmen werden. Wobei natürlich die Overlords hier auch schon mal sieht, versuchen auszuweichen. Die wollen sich in Sicherheit bringen. Mal sehen, wie viele das schaffen. Die ersten Mutas sind nämlich jetzt da normalerweise. Unit Step, das brauche ich. Dankeschön. 8 Mutas sind auf dem Feld. Und die Queens, ja, die gebündelt können die den Fight gegen Mutas schon gewinnen. Mutas wollte noch ein bisschen mehr. Stattdessen geht es jetzt wahrscheinlich eher an Overlords. Und einfach die Map abscouten, wo noch Overlords rumstehen. Wenn das beginnt, der Leertag für Savile. Rainer mit 57 Drones. Savile mit 48. Rainer hat momentan eben guten Schwung mehr an Worker. Und Savile muss jetzt eben noch den Supply Block aushalten. Gucken, dass er nicht zu viel an den Mutas verliert. Währenddessen er selber mit Sporkroller und Leertag unterwegs ist. Und wir sehen dann Hydras mit dazu, könnte er bauen. Die Linge werden volles 1-1 bekommen. Als Borgcaller, eben um gegen die Mutas gewappnet zu sein, die jetzt doch mal in die Base reinfliegen. Da ist eine Queen und eine Queen alleine out of position hat es schwieriger. Wenn dann die Masse mit dazu kommt, wird es für die Queens deutlich leichter zu fighten.
Aber ja, es wird mehr auf Mutas investiert. Also das Muta-Game geht hier weiter und die Beininge defenden weiter gegen Linge. Da kommt Cyril nicht so ganz vorwärts, wie sich das Muti vorgestellt hat. Da ist nochmal ein paar Linge übrig, aber da ist eine Queen. Da ist eine zweite Queen, das sind ein paar Mutas gegen die Linge, von denen wird nicht viel übrig bleiben. Ja, für Cyril jetzt also auf drei Basen ein bisschen hochcampen. Dauert allerdings ziemlich... Das Problem ist tatsächlich, wenn man diese Camp-Aktion macht gegen einen Gegner, der Mutas spielt, hat man eigentlich schon ein gewisses Maß an Tech da. Aber das ist bei Cyril tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Sein Tech ist ziemlich weit hinten. Haben die Mutas den Overseer gerade gesehen? Yes. Er wird sogar nochmal fertig. Das heißt aber, die Verluste für Cyril werden mehr. Ja, neuer Overseer wird auch nochmal direkt gemorpht. Dann jetzt, ja, man sieht es, es kommt jetzt der Infestation Bit. Das heißt, jetzt kann Richtung Hive gegangen werden für Vipern mit Parasitic Bombs gegen die Mutas. Infestoren bauen gegen die Mutas mit Fungal. Also die Möglichkeiten sind jetzt da, aber es dauert halt alles ein bisschen. Und in der Zeit, Rainer hat eine vierte unterwegs, hat momentan mehr Work und geht trotzdem auf Massenhaft Banes mit Baning Speed und plus 1 Melee Attacks. Und bei Cyril sind es wirklich nur die Queens, davon aber massig. Er hat 11 Queens, aber sein Creepsplit ist dafür noch nicht sonderlich beeindruckend. Da haben wir natürlich sehr viel Energie schon gebunkert, um zu transusen, wenn es den Fall kommt. Es ist tatsächlich die Wahl, mit dem Nidus nach vorne zu gehen. Allerdings relativ spät der Nidus. Hive-Tech mit unterwegs. Infestation Pit steht. Also irgendwie Umentscheidung hier von Cyril, was er da genau machen will. Weil eigentlich hätte er auf den Nidus direkt gehen können, nachdem der Leertech fertig ist. Hat er sich nicht zuerst den Infestation Pit gönnen müssen. Die Baninge wollten hier ran Rollen wagen, aber okay, da ist eine Wand an Queens, eine Wand an Hitpoints, durch die man nicht so leicht durchkommt. Man sieht auch, Rainer möchte switchen, nämlich auf Lurker-Tech. Mit Hive-Tech auch unterwegs. Währenddessen die Linge werden abgefangen. Mutas sind es momentan 16 Stück auf dem Feld mit plus 1 Attack. Und hier gibt's den Baning Runner. Der sieht jetzt auch, dass den Nidus Netzwerk und dort die Drones. Die Drones, keine Chance, überhaupt keine Chance. Da bleibt bei den Drones nichts übrig. 20 Drones gehen down. Nidus ist unterwegs. Währenddessen ist der Nidus aber schon gescoutet worden. Und damit wird Zabel hier nicht viel Erfolg haben, weil Nidus, man ist auf die Queens angewiesen, die das Ding schon usen. Das wird hier erstmal nicht passieren. Die Linge können natürlich weiter hier die Vision geben für weitere Nidus-Versuche. Trotzdem der erste Nidus-Versuch schon mal nicht sehr erfolgreich. Zudem hat Cyril gerade sehr viel an Drones verloren mit 20 Stück. Das heißt, aktuell hat Rainer das ziemlich gut im Griff und er kriegt auch den zweiten Nidus. Und da fällt Cyril gerade weit und weit zurück. Man sieht es ja schon im Supply mit 105 zu 160. Es gibt den nächsten Nidus-Versuch hier. Die Linge aber auch hier sind dran und haben den richtigen Riecher, finden den nächsten Nidus. Und da kommt dann einfach das GG von Cyril. Will sich das dann gar nicht länger antun. Er war noch gerade noch die Mutas in seiner eigenen Base. Die waren hier oben gerade. Da wurde noch ein obligatorischer Missclick Swarmos gebaut. Und ja, die Mutas waren gerade hinter mir. Mit 16 Mutas kann man nochmal für ein bisschen Ärger sorgen. Problem ist einfach, man hat 15 Queens, sehr viele Linge und man kriegt sie nicht auf die Gegenseite. Und ja, das, finde, das hat Cyril nicht so konsequent gespielt. Gerade eben der Nidus war relativ spät. Er hat den hochgetaggt auf Hive, aber die Vipern kommen auch jetzt erst. Also es hat sich nicht so bestimmt angefühlt, was er da gemacht hat. Es hat einfach ein bisschen rumgeeiert. Ein bisschen in der Luft, was jetzt sein bester Ansatz ist, um gegen die Strategie von Rainer vorzugehen. Und es kam einfach nicht zusammen. Und dann eben mit den verteidigten Nidusen hat da einfach Cyril nichts wirklich, weil er genau weiß, er ist eine Basis hinten. Sein Tech ist jetzt nicht überragend, seine Army ist nicht wirklich gut. Und da kann er einfach dann nichts mehr machen, wenn der Nidus nicht funktioniert. Und darum braucht er das eh nicht noch länger hinziehen. Und wir gehen in Map Nummer 4. Auf Submarine haben wir wieder die dritten Basen, aber auch wieder Linge unterwegs. Also es wird ein Fight um diese Basen geben mit Ling-Baning-Unterstützung. Da spuckt eine Queen auf einen Ovi. Da kommt die Linge angelaufen. Speed Upgrade ist ready. Und da läuft Rainer gerade raus. Das heißt, er wird da nicht... Also er muss seine Linge zurückrudern für die Defensive. Baning werden angeknabbert. Der erste detoniert nicht gut. Ein zweiter ist noch mit dabei. Aber da der Link-Fight sieht ganz gut aus eigentlich für Cyril. Der macht nämlich mächtig Druck. Fehlt am Ende jetzt aber doch den Baning. Muss sich also erstmal zurückziehen. Währenddessen hat Rainer seine eigenen Linge unterwegs und versucht natürlich, sich jetzt selber hier bei der dritten Basis festzufressen. Da ist eine Queen, aber die ist, glaube ich, nicht für alles in Range, wenn man die Dinge noch ein bisschen wegzieht. Ja, muss da also raus und jetzt ist die Queen surroundbar. Und somit die Queen wird angegangen, surrounded und auch gesniped. Währenddessen gab es unten ein bisschen Ärger mit den anderen Dingen. Da kommen Queens mit dazu, da kommen Baninge mit ins Spiel. Baninge werden runtergefokust, detoniert. Es sind noch zwei mit dabei, die Linge sind nach Hause gerannt, sie rennen jetzt auch wieder raus. Momentan Supply aber immer noch gleich auf. Natürlich jetzt eine Queen weniger bei Cyril. Und wir haben 31 zu 30 Worker. Die dritte Basis lebt auf beiden Seiten noch. Und wir haben 31
28-Linge mit jeweils 3 Banes auf dem Feld und wir sehen plus 1 Missile Attacks bereits unterwegs bei Sevel. Roach Vaughn kommt mit dazu. Also die Link-Phase wird von ihm für beendet erklärt. Wir haben hier noch einen Baning, der nicht gut getroffen hat. Das war nur ein Link für ein Baning. Das ist... So möchte Sevel das haben. Wir müssen da... Ah nein, tatsächlich, das ist Rainer, der den gegengemikert hat. Bei Sevel fehlt nämlich jetzt ein Bane. Und die Linge schauen hier nochmal vorbei, aber solange defensive Baninge da sind, geht da nicht viel. Und auch Rainer... Massive Drones und plus 1 Mr. Tex. Also wir wechseln aufs Roach Game. Sieht zumindest mal stark danach aus. Ja, Roach One ist auf beiden Seiten unterwegs. Zumindest gibt es jetzt hier und da ein bisschen Scouting. Linge rennen nochmal weiter durch die Gegend, aber viel erreichen sollten die normal nicht. Außer der Gegner passt nicht auf. Es sind boah, immer noch gut dem Wasser an Lingen unterwegs. 23 zu 21 und aktuell Rainer sucht einfach in seinen Basen für Ruhe zu sorgen. Vierte Basis könnte bald mit dazukommen und jetzt kann es dann die ersten Roaches geben. Und hier oben, die Banninge sind von der Seite reingelaufen, tatsächlich die Drones mussten da kurz finden. Das blockt natürlich das Mining, da wird eh schon ein paar Drones mehr, baut nochmal ein paar auch oben drauf. Geht auf den Leertag, wenn das ein Rainer auf Lowtag mit Massive Roaches aber unterwegs, wenn das seine eigene Linie rennt da raus, ein Banning detoniert nochmal ein bisschen. Die Linge müssen eben ein bisschen Respekt haben vor den gegnerischen Banes. Unten gab es nochmal eine Detonation in 5 Drones tatsächlich. Also der Economy-Vorteil von Sevel ist jetzt doch ordentlich. Mit 6 Drones tatsächlich, 10% in etwa. Hier wurde aber gefightet mit den Lingen, aber wenn die Baning in der nächsten geht, das einfach nicht. Und Sevel mit dem schnelleren Missile-Attacks-Upgrade. Geht bereits auf plus 2, geht auf Roach-Speed. Und bei Rainer kommt einfach jetzt die Masse. Aber wie man sieht, die Roaches sind nicht so schnell. Das gibt Rainer noch... Sevel noch ein bisschen Zeit, um sich zu defenden gegen die Masse, die jetzt Strain ihm entgegenwirft. Spinecrawler sind auch unterwegs, aber die brauchen auch richtig lange, also Spinecrawler. Ah ja, die werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig werden. Vielleicht, wenn der Fight eine Weile geht. Die Linge rennt jetzt rein in die Mainbase, Baninge rennen ihn hinterher. Und unten gibt es den Fight auf die dritte. Man sieht hier Ärger in der Main, aber unten das große Problem an der dritten Basis. Roach Ravager gegen nur Roaches. Upgrades plus 1 auf beiden Seiten. Die Linge werden die findet ohne größere Verluste. Das Problem ist, kann das unten gehalten werden. Die Baninge gehen jetzt nach vorne. Die Baninge kriegen recht gute Connects tatsächlich. Und tatsächlich, es war genügend Zeit, damit jetzt die Spinecrawler mit dabei ist. Der hilft nochmal gut aus. Die Roaches sind teilweise ziemlich angeschlagen. Jetzt kommen aber Linge mit ins Spiel. Trotzdem Reinforcements von Sevel kommen jetzt auch mit dran. Nochmal der Spinecrawler hier oben. Und momentan versucht Sevel einfach nur zu überleben. Rainer mit einer ganzen Masse an Linge umzureinforcen. Aber bin mir nicht sicher, kommt er da durch. Da ist die Queen, beide Queens jetzt mit dabei. Und Zeus ist nochmal eine weitere möglich. Könnte genutzt werden, wird auch genutzt. Und der Ravager-Turn, der letzte, geht hier down. Der Spinecrawler ist immer noch oben am Leben. Und das sieht nicht so aus, als ob die Rainer durchbringt. Jetzt sind Linge kommen einfach zu spät. Sind Roaches sind schon mega angeschlagen. Und Sevel kann das halten. Rainer, jetzt kommen die Linge mit dazu. Aber es sind noch einige Queens da. Die Linge ist nicht wirklich viele. Die Drones fighten nochmal kurz mit. Wir sind aber eh bei mehr Drones gerade auf Sevels Seite. Die Queens wurden jetzt geopfert für den Fight. Aber man sieht, die Roach-Masse ist jetzt größer beim blauen Zerg. Und er kann sich da die ganzen Roaches schnappen. Und somit Supply-Vorsprung für Sevel. Worker-Vorsprung ist nicht mehr ganz tatsächlich, weil jetzt eben auch neue Drones für Rainer dazugekommen sind. Aber Tech-mäßig ist natürlich das Problem für Rainer da. Er hat jetzt dann gleich den fertigen Leertech. Das heißt aber, bis ein Roach-Speed dazu kommt, dauert es Jahre. Und Sevel hat bald auch plus 2 Missile-Attacks gegen nur plus 1 bei seinem Gegner. Bis plus 1 Carapace mit dazu kommt, dauert auch noch. Und selbst dann ist Carapace das schlechtere Upgrade. Die Roaches ja jagen immer kurz rein, snipen die Queen raus, kiten jetzt wieder raus. Hier ist ein bisschen creep, dass die Sache für die Roaches von Rainer ein bisschen einfacher macht. Aber Sevel pumpt einfach mehr und mehr Roaches gerade und wartet noch auf sein plus 2. Ja, das sind mehr Linge und nochmal ein paar Roaches auf Rainers Seite. Und eben, er wartet auf Roach Speed. Das ist ein Upgrade, das er dringend brauchen wird. Hier ist nochmal ein Link drin gewesen, hat gescoutet. Vierte Basis noch nicht mit dabei, tatsächlich von keinem der beiden. Da beginnt die erste vierte. Die Rainer startet die hier. Von Sevel ist noch keine angeplant, so wie es momentan aussieht. Das ist ein Baning, das ist keine Drone. Der kann keine Hedge bauen. Aber der wird tatsächlich, der ist auf dem richtigen Kurs, um die Linge hier abzuwehren, aber kriegt am Ende leider keine gute Connection. So, wir haben Burrow und Tunneling Claws unterwegs bei Sevel, aber er pumpt einfach massive Roaches mit soliden Upgrades. Die Linge müssen da auch ein bisschen Angst davor haben. Aber der Roach Speed, das klingt aber so, als wäre man besoffen. Der Upgrade-Vorteil auf jeden Fall wird angeglichen. Und auf beiden Seiten wächst jetzt das Supply. Und momentan tatsächlich Rainer höher im Supply. Oder eigentlich, ja, wobei Mining-technisch hin und her insgesamt ziemlich ausgeglichen. Aber ja, Rainer stieß mit Supply gerade höher. Tatsächlich, Resources Lost auch ziemlich gleich. Aber eben plus 2 gegen plus 1, bis er gegen 1-1 jetzt. Mit einem ersten Carapace-Upgrade für
Several aber auch unterwegs und da eben Burrow und Tunneling Claws. Mal sehen, wie sich das dann noch auswirkt. Erstmal ist es Rainer, der hier versucht anzugreifen, aber oh, kotzt sich da eine eigene Roach tot und er kämpft halt in keiner guten Position. Er muss sich in eine viel schlechtere Position begeben. Jetzt vielleicht mit dieser Wand. Da wird es für beide Seiten nicht ganz so angenehm, hier zu fighten. Es sterben gerade ein paar Drones, denn es gibt Ärger mit Lingen in der Mainbase. Das soll defended werden. Die Drones sind auf der Flucht, versuchen an die Netshot zu kommen. Unten gibt es immer noch den Fight an die dritte Basis. Aber da ist Rainer nach wie vor in keiner guten Position, hat jetzt aber da drüben ein paar Baning im Off. Und die könnten richtig übel einschlagen. Nein, die werden gefunden rechtzeitig von den Roaches. Trotzdem unten gab es nochmal Ärger mit den Lingen. 5 Drones sind bereits gestorben. Die Baninge werden abgefangen. Die Roach Army hier zieht sich erstmal zurück. Rainer kommt nicht ganz durch, aber er hat eine vierte Basis. Hat aber mehr Ressourcen verloren bei der ganzen Aktion. Supply ist immer noch sehr ausgeglichen. Und Burrow ist jetzt da. Als nächstes Tunneling Claws. Das wurde gecancelt. Das hat doch schon mal fast fertig und startet jetzt gerade nochmal neu. Ich glaube, das hat Sarah gecancelt, um genügend Geld für nochmal eine oder zwei Roaches mehr zu haben. Einfach damit man das Geld hat. Overseer fliegen hier wie irre durch die Gegend. Und Crossballs hier auf den Overlord. Da wird nochmal der Weg verbreitert. Beide gerade Supply Block, weil sie die Overlords verloren haben. Und beide kurz vorm Max-Out auch. Die nächsten Overlords kommen mit dazu. Und ja, also Army Supply ist mega knapp. Wir sind bei 6 zu 6 Ravager auch. Also auch da sind sie sich ziemlich nahe. Tunneling Claws halb durch und momentan Rainer will sich schon mal zeigen, von wegen, bleib weg von meinen Basen, bleib weg von meinem Gebiet. Da ist auch der ganze Creep immer noch hier am Start. Da könnte man theoretisch auch Crows of Biles draufsetzen, wenn man etwa Gefühl dafür hat, wo die Mitte des Creep-Spreads ist. Wenn man den äußeren Ring da sieht. Aber aktuell einfach nur mehr Ravager, mehr Roaches, Max Supply. Tunneling Claws jetzt auch für Rainer unterwegs, aber soll da deutlich schneller sein. Hat auch schon Roaches abgestellt für diesen Zweck. Da ist aber auch schon... Die Verfolgungsroaches waren da, aber sind nicht nah genug. Das heißt, hier kommt man ran an die vierte Basis. Der Spinecrawler ist nicht schnell genug da. Hier gibt es einfach nur ein bisschen Geplänkel mit den Roaches. Nein, jetzt gibt es einen Fight. Und da, oh, Rainer, er passt da gerade nicht ganz auf. Verliert einen Schwung an Einheiten. Unten gibt es 4 tote Drones. Und Sabbath jagt sofort nach vorne. Will die Chance nutzen, dass der Gegner da eben Opening gelassen hat. Overseer jetzt auch mit dabei, um den Creep rauszunehmen. Und jetzt wird hier einfach committed gerade. Aber Upgrade-Ausgleich ist unterwegs. Die Roaches werden nochmal eingegraben. Also Burrow wird da auch genutzt. Burrow und Tunneling Claws, damit die Roaches da rauskommen. Es wird einfach nachgepumpt auf beiden Seiten. Es geht in den Fight. Aber momentan kriegt der Rainer deutlich mehr ab. Droppt da mehr im Supply, verliert noch mehr Drones gerade. Allerdings nur 2-3 Stück. Nicht sicher, wo in der Mainbase. In der Mainbase sind die Roaches drin, die ein paar Drones gekillt haben. Also noch mehr Ärger gerade, noch mehr Roaches, die abgesplittet werden. Und Sabel drückt sich aber weiter ran und er kriegt hier vielleicht den Roach von. Er kriegt den Roach von, bevor Tunneling Claws fertig wird. Das heißt, das Upgrade wird nicht ausgeglichen. Und hier gibt es jetzt den Fight mit der Roach-Masse gegen Roach-Masse. Und Rainer droppt da. Langsam aber stetig im Supply wird jetzt noch mehr Drones verlieren, weil hier schon wieder Roaches drin sind. In der Netzspiel werden das sind auch Roaches. Und also es gibt mega viele Roaches, wo jetzt versucht, aber Rainer auf die Army von Savile drauf zu rennen. Versucht hier zu überwältigen. Es ist die gleiche Upgrade-Stand, aber momentan der Creep hilft tatsächlich Savile sich neu zu sortieren. Es sterben währenddessen aber so viele Drones gerade bei Rainer. Das ist das große Problem. Er hat jetzt den Fight versucht, aber er kam nicht dazu, den großen Fight einzugehen und hat währenddessen 22 Drones verloren. Seine vierte Basis steht zwar noch. Aber die hat Savile inzwischen auch. Wir sind bei 52 zu 32 Worker. Hier der Fight geht nochmal ein bisschen in Rainers Richtung. Problem ist aber, Savile pumpt so viel mehr nach. Und Rainer ohne Roachhorn, der jetzt erst wieder fertig wird. Oh, und dann noch ein paar Overlords, die verloren gehen. Ja, ohne den Roachhorn konnte einfach so lange kein Reinforcement produzieren. Jetzt kommen wieder neue Roaches und Ravager mit dazu. Aber da war lange Stillstand im Supply. Da ging es nur abwärts. Immerhin hier kann man noch ein bisschen... paar Roaches im Morph blocken, währenddessen die Roaches wollen noch mehr Drones killen, sind eh nicht mehr so viele da, aber es wurde nochmal was nachgelegt, wir sind jetzt bei 43 zu 52, aber die Roaches sind gleich schon wieder drin in der Netspiel, die suchen einfach nur noch eine gute Gelegenheit, da sind aber schon wieder Verfolgungsroaches auch mit dran und hier gibt es den nächsten Fight, reicht das hier für Rainer oder ist er da zu weit draußen, er hat immer noch 40 Supply weniger und wird jetzt schon wieder zurückgepusht bis fast vor seine Netspiel, die Roaches fighten da, die Drones fahren da unten durch, 5 Drones sind gefallen, weil oben sind wieder Roaches drin, der Spinecrawler hilft wenig, interessiert die Roaches einfach nicht. Und Sabel, er nutzt jetzt hier auch sein Burrow, wie man sieht, gräbt die ganzen Roaches ein, um sie zu heilen. Das gleiche macht Rainer auch, also beide haben das im Blick, weil die Regeneration der Roaches ist natürlich im Boden so viel schneller. Das ist so krass, wie das hochtickt einfach. Ja, wir haben jetzt hier die vierte Basis, da kommt nochmal Contamination oben drauf. Aber Sabel nutzt die vierte gar nicht wirklich. Er ist auf seinen 52 Drones nach wie vor und macht einfach mächtig Druck, killt nochmal einen Overlord und glaube ich auch eine eigene Roach. Und killt jetzt die vierte Basis von Rainer, der ist immer noch 50 Supply hinten tatsächlich. Es fühlt sich gar nicht so an, weil die Rainer-Fights sehen ein bisschen nicht so schlecht aus. Aber es, weil es sich halt einmal eine schlechte Position begibt, kann Savile die gegnerische Armee komplett einkreisen. Jetzt soll es das auch geben. Es wird sich rangedrückt. Vorne der Ravager wird weggesniped. Wie sieht es denn da momentan aus mit 11 zu 8 Ravager? Und jetzt kitet Savile rein. Stück für Stück geht es jetzt vorwärts. Hat das Gefühl, er hat jetzt genug. Und er hat halt auch in den Zahlen nach so viel mehr. Es ist so viel mehr Army Supply. Beide pumpen jetzt Roaches nach Crows of Biles. Werden gespammt, was das Zeug ist. Es regnet Crows of Biles.
Aber da sind schon wieder ein paar Roaches drin in der Economy hier hinten an der Natural. Das heißt, da verliert Rainer noch mehr Drones. Er hat nur noch 3 Basen mit 32 Drones und er weiß, langfristig kann er das einfach nicht durchhalten, weil er weiß, Several hat eine 4. Basis, kann also auf die umschwingen und somit, ja, reicht das nicht und Rainer verliert das am Ende. Ausgleich also durch Several, wir kriegen natürlich nicht die Seite. Deshalb, wie können es bei den beiden auch anders sein? So, die Seite des Map Lightshade und wir hatten einen Pool First gegen einen Hedge First Opener. Wie man schon sehen kann, ohne großes Commitment auf Linge. Also Several war derjenige, der den Pool First Opener gebaut hat. Ja, jetzt gibt es für beide ein Fast Speed Upgrade. Baning Nest bei Several, 3. Basis bei Rainer. Aber ansonsten spielen es die beiden gerade eher ruhig. Ihr seid das Map. Man möchte es natürlich nicht einfach so verlieren. Daher lieber vorsichtiger spielen. Auch Baning Nest jetzt bei Rainer. 3. Basis dann bei Several. Also da wollten die beiden erstmal noch eine Runde bauen. Hier ist wirklich einen vollen Fight geht. Kommen nach und nach Linge, aber wir sind auch noch bei ein paar Drones. Jetzt werden langsam die Linge mehr. Nämlich auf Rainers Seite. Verliert er aber dann auch gleich noch einen Overlord. Der sorgt für den Supply Blocken ziemlich unangenehmen. Nämlich jetzt Supply Capped, aber die Dinge sind jetzt da und die Dinge versuchen hier zu fighten, aber mit Baningen auf Sevils Seite sollte das kein Problem sein, das zu halten. Bei 32 zu 29 Work aktuell und man sieht aber auch schon 9 weitere Drones bei Rainer, also nach den Dingen. Der Kurs ist definitiv ein anderer, es gibt nochmal einen kleinen Run mit 2 Dingen rein in die Mainbase, um zu scouten. Man sieht, okay, Gegner hat noch keinen Leertag, aber hat ein Baning Nest. Gut, Baning Nest war eh klar, man hat die Baninge schon gesehen. Da rennen nochmal ein paar Linge von Sevils, die haben noch ein paar Linge von Rainer geschnappt. Und ja, Rainer viel erreicht, hat er damit jetzt nicht klar. Sein Gegner musste auch Linge bauen, aber man sieht Resources Lost technisch. Hat Rainer ein bisschen mehr abgekriegt, aber das ist noch so Frühphase im Spiel, das spielt jetzt noch keine große Rolle. Dritte Basis läuft jetzt eben an und der Wechsel auf Roaches kommt. Zumindest bei Sevils sieht es danach aus. Auch bei Rainer ist mal Roach Warren unterwegs. Und keiner der beiden bisher mit Leertech unterwegs. Also der Tech bleibt erstmal niedrig, dafür gibt es mehr Economy. Mal sehen, was die beiden dann draußen machen werden. Ich werde nämlich wieder Linge rausgeschickt auf beiden Seiten, um zu scouten. Und mit Queens an allen Basen halten die Dinge meist nicht lang durch. Und da wird jetzt was Wichtiges gescoutet, nämlich was ist das Timing des Leers von meinem Gegner? Und wie man sieht, Leertech auf beiden Seiten. Der von Several ist schneller. Beide Drohnen. Several schnappt sich noch Overlord Speed. Und jetzt natürlich kommen wir zum Punkt. Mehr Vespin-Gas. 4 Stück bei Several. Bei Rainer momentan, wie viel sind wir hier, auch bei 4 wird es dann werden. Und da kommt auch schon 5 und 6, also Mutalisken, höchstwahrscheinlich. Könnte es aber natürlich auch noch machen, aber baut auch schon die erste Roach. Also da wurde der Roach-Knopf so ein einziges Mal gefunden. Aber die Chance für Mutas ist natürlich immer noch da, weil das Geld ist da, 200, 200 für ein Spy. Und danach kann man das Vespin-Gas, das man braucht, immer noch nachlegen, wenn man sich weitere Extraktoren schnappt. Aber bei Rainer sieht das schon ziemlich hart nach Mutakurs aus. Was sich hier fährt mit, ja, vollen 6 Vespin-Gas. Eine 4. Basis auch mit unterwegs, wobei die kriegt das ein bisschen arg und die Linge sind gesplittet. Das heißt, die Baninge, ja, können nicht schön detonieren um die Linge raus. Das ist schönes Micro hier von Several. Auf allen Seiten ein Ling und am Ende reicht's, um die Hedge zu killen. Der Cancel kommt auch nicht durch. Das ist bitter für Rainer. Das ist bitter gelaufen. Er baut gerade einen ganzen Haufen an Zerglinge. Macht mit seinem Vespin-Gas absolut überhaupt nicht. Doch, er schnappt sich Road Speed und plus 2 Missile-Attacks, aber er baut hauptsächlich Linge. Sein Gegner baut aber gerade den ganzen Schwung an Roaches, aber die Dinge starten jetzt einen Counterattack auf die 4. Basis von Several. Kriegen die auch, die Drone überlebt ein bisschen länger, aber hier wurde zumindest die Basis gecancelt, weil die 300 tun schon weh für Rainer. Also das merkt man schon, da kommt der Spire, wie erwartet, weil das ist so ein, er sammelt sich natürlich das Vespin-Gas, Stück für Stück. Wenn man das nicht, okay, es kommen trotzdem auch Roaches, aber die brauchen auch nicht so viel Vespin-Gas, die Linge rennt jetzt hier nochmal rein. Guck mal, also in die Main wäre das eine weitere Linge an der 4. Es sorgt hier für, weiter für Action, die Baninge detonieren rundum. Und die Linge könnte nochmal ranrennen auf die Basis. In der Mainbase gibt es noch Ärger. Das sind die Roaches, die verteidigen allerdings. Das kauft natürlich aber Rainer hier auch gerade viel Zeit. Er kann die 4. ein weiteres Mal zum Cancel zwingen. Jetzt kauft Rainer einfach wahnsinnig viel Zeit, indem er einfach Sable ablenkt. Jo, beachte meine Dinge. Kümmere dich nicht um das, was ich zu Hause mache. Weil zu Hause kommt halt der Spire. Auch wenn da noch viele Roaches mit dazugebaut werden. Es ist immer noch 700 Vespin-Gas bei Rainer vorhanden. Das sind dann sofort 7 Mutalisken, die er bauen kann, wenn die Larven dafür da sind. Momentan Larvenhaus halt ein bisschen dünn. Die Linge rennt nochmal hoch auf die 4. Basis und die wird nochmal Probleme kriegen, wenn man das direkt angreift. Overlords fliegen zu hinterher, aber die Overlords alleine reichen nicht. Eine Roach wäre jetzt auch nicht so viel, aber tatsächlich, das hat die ganzen Seven Roaches nochmal abgeordert. Rüber zur 4. Basis und bei Seven wird einfach auf den Roaches weiter gebaut mit
Ja, Tunneling Claws, Burrow, 2 ins Upgrades. Die ersten 10 Mutalisken sind jetzt unterwegs für Rainer. Baut auch plus 1 Attack mit dazu. Mit 10 Stück kann man das fast schon... Ja, da kommt... Ha, da kommt Termination. Aber, ja, da kommen halt 11 Mutas. Der Spire wurde nicht gescoutet von Savile. Ich glaube, das könnte Savile ein bisschen überraschen. Es kommt nicht oft vor, dass Savile was nicht scoutet, aber die Mutas, ja, man sieht hier, die Overlords sind noch sehr viel unterwegs. Und ja, die gehen auf Patrouille, das heißt, die erwarten da eher Ravager, aber da kommen halt einfach mal ein ganz Haufen Mutas. Sind jetzt aber auch schon unterwegs, die splitten sich gerade und versuchen jetzt ein paar Overlords loszuwerden. Jetzt wird die Roadmasse gesehen, da ist der Overseer nochmal mit dabei. Aber die Mutas verteidigen jetzt halt und jetzt sofort Infestation Pit für Savile, genauso wie mehr Queens, weil die Mutas sind jetzt halt ein Ärgernis, um das man sich kümmern muss. Und man braucht sowas ja auch Sporecrawler und oder Queens, um da vernünftig alles absichern zu können. Aber die vierte Basis hat da Schwierigkeiten. Ja, und Rainer übernimmt dann natürlich jetzt Map Control mit diesen Mutas. Es dauert ein bisschen, aber so nach und nach werden die blauen Punkte auf der Map weniger werden. Die Mutas versuchen tatsächlich die vierte zu erwischen, weil natürlich Anti-Air ist bei Savile kaum vorhanden. Und er kann hier kaum Queens hochschicken, weil so viele hat er noch nicht. Das heißt, Stück für Stück geht hier die vierte Basis und die wird hier Rainer wahrscheinlich auch bekommen, wenn das ein Savile schickt, so ein paar Roaches los, aber die werden sofort abgefangen. Die haben jetzt auch Tunneling Claws, hat da Rainer drauf geguckt, dass die Roaches Tunneling Claws haben. Das wäre wichtig zu wissen. Die Linge werden dessen rennen nochmal rein in die Mainbase. Also es gibt gerade sehr viel Ärger. Die Overlords hier drehen nochmal ab. Die Mutas können sich da ein bisschen mit einmischen. Wenn das sind die Roaches, graben sich jetzt hier durch, versuchen die Natchwell reinzukommen, graben sich aus vor der Natchwell. Die Mutas schaffen sie nicht, die Overlords groß mitzunehmen. Da sind noch so viele Overlords auf der Map einfach. Die Roaches versuchen weiterzukommen in die Mainbase, da ist ein Sporkball unterwegs, da sind aber auch Roaches schon da für die Defensive, das heißt, die Roaches machen hier nicht viel. Und ja, es ist weiterhin die Jagd auf die Overlords und Overseer ist angesetzt von den Mutas. Savile auch nochmal Supply Block, der baut jetzt schon auf Infestoren, wobei natürlich, es sind nicht dauerhaft Mutas gebaut worden. Rainer hat diese eine Welle an Mutas gebaut und die, ja, die macht gerade die ganze Arbeit und die schafft es auch nochmal. Wie oft haben wir die Basis jetzt schon tot gesehen? Das ist jetzt zum vierten Mal, dass die Basis, und da ist Nummer 5. Dass die Basis gebaut wird und gecancelt wird oder gesniped wird. Also da hat Savile sehr viel Ärger mit seiner vierten Basis, kriegt die einfach nicht etabliert. Währenddessen muss er sich immer noch darauf konzentrieren, dass er diese Mutas irgendwie in den Griff bekommt. Dann ist dann noch ein paar Drones seines Gegners gekillt, aber da ist trotzdem die Masse an Roaches mit Overseer. Also da wird defended werden. Das sind die Mutas, gehen tatsächlich auf den Spawning Pool hier drüben. Und ja, Rainer merkt halt auch, mein Gegner hat noch nicht wirklich viel Anti, aber er möchte trotzdem nicht mehr auf die Mutas committen, er möchte trotzdem selber seine Roaches verstärken. Hier drüben gibt es kurz einen Fight in der Mitte der Karte. Das sind die Infestoren auch mit dabei. Die Infestoren sind überhaupt nicht mit im Kampf gegen die Mutas, sondern stattdessen dürfen die Queens das gerade alleine angehen. Ich meine, die sind jetzt auch nicht schlecht darin, aber trotzdem, der Ärger ist groß und nicht nochmal die Base, oder? Doch. Stimmt zwar nochmal Mut am Sporkball, aber die Basis wird ein weiteres Mal belagert. Die vierte Basis soll einfach nicht sein für Savile. Er wird die weiteres Mal verlieren. Seine Roaches hier schaffen da auch nichts, währenddessen seine Hauptarmies draußen auf dem Bett unterwegs. Die Queens kommen jetzt angelaufen, aber die Basis ist halt nicht fertig. Das heißt, Consuse unmöglich und die Hedge wird gesniped. Noch direkt. Direkt wird sie neu gemacht. Also Savile hat mega viel Ärger mit dieser einen Basis. Man sieht auch, Rainer hat in der Zeit wahnsinnig viel Bank gesammelt. Jetzt graben sie nochmal ein paar Roaches durch. Eigenes Tunneling Claws ist geplant. Und hier, die Roaches werden jetzt gescoutet, aber das ist ein bisschen wenig. Mutas werden dessen gehen auf den Hive-Tag hier oben. Ja gut, wenn halt nichts vorbeikommt, um das zu verteidigen, dann bedankt sich Rainer natürlich dafür, aber der Hive hat wahnsinnig viele Hitpoints. Es ist sehr schwer, da durchzukommen, wenn es lieb. Drones waren bisher noch ziemlich gut beschützt, weil die Roaches sind nicht wirklich fokussiert. Der Hive hat tatsächlich ein gutes Stück an Hitpoints verloren. Die Mutas sind aber damit nicht ganz fertig geworden. Und das ist eine Savile's Army hier vorne unterwegs. Beide sind zermaxed, aber man sieht, aktuell Rainers Bank ist einfach massiv groß. Und Savile schickt immer wieder Roaches los, um da eben Harassment zu starten. Wenn es auch hier rennen, mal ein paar Roaches durch die Gegend. Wir haben jetzt 3-2 Upgrades und Plus und das Range-Upgrade für die Hydras bei Savile. Rain ist 2-1 da, Hive-Tech wird gerade gebaut. Hier gehen mal ein paar Drones down, aber das heißt in dem Fall glaube ich, dass Rainer baut auch Drones nach. Also er möchte das noch nicht direkt mit Roaches ersetzen, nur teilweise. Hier drüben noch ein paar Roaches drin, aber 7 Drones sind gefallen auf Rainers Seite. Denn das hat Savile natürlich dafür wieder ein paar Roaches geopfert, aber der ersetzt jetzt durch Hydras. Also da kommen dann bessere Einheiten nach. Mutalisken sind es noch 7 Stück, die wissen noch gar nicht mehr, wo sie noch was machen können, was machen sollen. Carapace 2 wurde fertiggestellt, da gibt es also keinen Grund mehr, das Ding anzugreifen. Ein paar einzelne Hydras spawnen jetzt und da kommt Transuse mit dazu. Verdreifacht Transuse ist gespammt, wird schon die Hydra treffen. Unten sind noch ein paar Roaches eingegraben, die werden aber beide verfolgt und auch abgefangen. Und natürlich noch mehr Roaches, also Savile nonstop schickt hier seine Roaches durch die Gegend, aber Rainer hat jetzt selber den Move, den er machen kann.
Und wir sehen jetzt Lurker dann unterwegs. Also das eskaliert gerade ziemlich. Weil in der Natural gibt es nochmal mehr Ärger. Der Basis, da wurden die Roaches defended. Hier gibt es einen Fight vor der Basis von Savile. Da hat er den Festorn mit dabei. Hydra ist mit dabei. Da landet auch ein Fungal mit drauf. Ist das genug für Savile? Wer das kriegt, aber auch hier oben nicht so ganz Probleme, weil die beide Truppen stehen einfach nur dumm rum und tun nichts. Unten währenddessen der Fight, da wird Rainer aufgeräumt. Aber er hat halt die größere Bank, also er kann das easy nachbauen. Hier drüben jetzt Burrow und Sunning Claws ineinander. Und jetzt, ja, die Roaches fighten, aber bessere Upgrades bei Savile. Trotzdem, nicht genügend Roaches, wie es aussieht. Zieht die erstmal zurück, versucht das neu zu kopieren. Da kommen jetzt aber die Mutas auch zu beschützen. Ja, da wird mit Absicht der Spore-Caller gefokust, damit die Anti dann weg ist, dass die Mutas wieder noch ein bisschen Ärger machen können. Natürlich Savils vierte Basis, man sieht es hier, die läuft nach wie vor nicht sonderlich gut. Vierte Basis ist jetzt immer noch nicht optimal. Die Mutas werden jetzt aber nach und nach weniger. Wir haben jetzt drei Zap-Gets auch unterwegs für Rainer. Und er hat immer noch, ja, er hat eine Bank. Das von Savile kann man kaum als Bank bezeichnen aktuell. Mit 600, 100. Also da geht einfach alles Geld sofort raus, das reinkommt. Die Queens gewinnen jetzt den Fight gegen die Mutas. Das heißt, Mutas sind Geschichte. Aber wenn das nicht jetzt hier weiter Fungal auf die gesamte Truppe Corrosive Vials hinterher. Das ist kein guter Fight gerade für Rainer. Aber er will es einfach wissen. Ja, Brechstange und durch. Das ist momentan seine Idee. Und die Hydras so langsam verlieren die ihre Frontline. Die Infestoren werden auch weniger. Der Infestor geht auf Down. Trotzdem, Rainer verliert diesen Fight, aber er hat Ressourcen zum Nachbauen. Hat er die Larven zum Nachbauen? Ne, Larven sind jetzt weg und Bank ist immer noch da. Das ist natürlich schlecht. Schlecht für den roten Zirk, aber Rainer versucht das einfach lang genug jetzt hier hinauszögern zu können. Und Savile verfolgt die nicht, wenn das gibt es hier drüben nochmal Ärger. Natürlich die vierte Basis immer noch ein Problemkind für Savile, währenddessen fünfte Basis für Rainer ist inzwischen fertig. Also Savile, er kämpft so gut es geht, hält seine ganzen Positionen, aber seine Economy läuft halt nicht optimal. Er hat jetzt endlich die vierte, aber sein Gegner ist halt schon die fünfte. Da hängt er schon die ganze Zeit hinterher, weil er seine vierte so oft canceln musste. Und wie viele Hedge-Snipes waren es bisher? Zwei Hedge-Snipes zu einem. Man sieht, Drones waren es nicht viel, aber tatsächlich das Hauptding war einfach, dass die Basis gecancelt wurde immer und immer wieder. Roaches graben sich aneinander vorbei, weil beide denselben Move machen. Und ja, Overseer fliegen hier wie irre durch die Gegend. Vipern kommen jetzt mit dazu bei Rainer. Und seine Bank ist deutlich geschrumpft. Wenn er sich maxt, ist von der Bank auch nicht mehr viel übrig. Aber man sieht eben hier, mein Gegner hat noch keine fünfte Basis. Die Roaches hier währenddessen greifen die Basis an. Da wird man ein bisschen mehr Reinforcement brauchen. Natürlich noch ein größerer Burrow ist hier unterwegs. Falsche Vision, die von Rainer. Er hat ein bisschen Static Defense, aber die wird nicht reichen. Dafür hier der Fight kommt nicht zustande. Und jetzt versucht Rainer diese Roaches einzusetzen. Von Savile ziemlich viele Roaches, muss man sagen. Er versucht jetzt hier auch zu retten. Er möchte das nicht einfach so aufgeben. Unten gab es aber noch mehr Ärger. Die Roaches graben sich einfach weiter zur nächsten Basis. Da ist aber Spinecrawler, Sporecrawler. Problem ist, da kommt noch deutlich mehr. Da kommt die Rest-Army von Savile mit dazu. Jetzt auch mit Lurkern. Und der Lurker dann hier von Rainer, der geht down. Seismic Spines wird nicht seine eigenen Lurker werden. Nichts. Also damit hat hier Rainer gerade die Position verloren. An seine vierte Basis wird aber gehalten tatsächlich. Savile zieht sich lieber zurück. Oben die nächsten Roaches oder die gleichen Roaches graben sich wieder in die Basis rein. Aber den gleichen Move gibt es jetzt auch hier von Rainer. Also nonstop sind hier Roaches in Bewegung. Graben sich hier Roaches durch den Boden und da soll einfach die Basis rausgefokust werden. Die haben inzwischen sehr viel Schaden abgekriegt. Es wird nochmal eine Runde mehr und das könnte reichen. Confuse ist nämlich nicht in Sicht und die Basis, die geht down. Wenn das noch oben gibt es auch Ärger in der Mainbase. Aber da sind Queens. Und die Roaches, ja, fahren gerade wie blöd durch die Gegend. Da sind die Lurker solo unterwegs, da sind Roaches unterwegs und da sind Roaches unterwegs. Also überall, wer hier gerade läuft, hier gerade Zeug durch die Gegend, hat Rainer einfach keinen Bock mehr, pusht nach vorne. Will es jetzt hier einfach wissen, seine Roaches sind doch immer der Mainbase. Die Queens spuckt danach wie vor drauf, und man einfach nicht genügend Schaden. Unten gibt es Ärger, die Drones gehen down, aber hier ist jetzt der Fight, die Vipern sind mit dabei. Lurker sind wir, wo sind, ne, die Lurker sind, Lurkers, wo sind die Lurker gestorben? Die sind nämlich, ja, die sind hier rüber und die werden hier einfach, ja. Oh, die Roaches sind einfach direkt draufgerannt. Das die Lurker machen nicht. 7 Drones ist okay, aber die Lurker waren einfach alle rausgenommen. Das heißt, hier hat Savile die Lurker-Unterstützung nicht mehr. Plötzlich dann chillen die Vipern hier auch, weil sie denken, was machen wir jetzt hier eigentlich? Setzen stattdessen Blinding Clouds, versuchen es damit besser zu machen. Und Rainer versucht wieder mal die vierte anzugreifen. Teilweise währenddessen gibt es aber hier eigentlich hauptsächlich den Army-Fight, wobei der ziemlich chaotisch aussieht. Mit Roaches, die hier kreuz und quer laufen, die eine Viper wird da gesniped. Aber bei Savile droppt das Supply, bei Rainer ebenfalls. Aber Rainer hat immer noch ein bisschen mehr Geld auf der Bank. Man sieht, es wird nachgepumpt. Rainer hat weniger Worker, aber Savile hat keinen Bock mehr. Wirft das. GTPC hat einfach keine Army Supply mehr. Das ist sein Hauptproblem. Und am Ende, glaube ich, schickt Savile seine Einheit ein bisschen zu viel durch die Gegend, weil es ist einfach so viel gedroppt, dass er das nicht halten konnte. Und Rainer macht das am Ende mit dem 3:2. Was? Es eskaliert zurzeit in den Games. Es ist, also, was da an Roach Run, weißt du da einfach, ja, wo sich die Roaches durch die Arkade bewegt haben, dank Tunneling Claws, überall und irgendwie. Dann waren die Mutas mit unterwegs, dann hat man noch einen Fight gestartet, also die beiden lieben es hier einfach, möglichst viele Aktionen auf den Gegner zu werfen, damit er an möglichst vielen Ecken verteidigen muss, aber am Ende hat Rainer tatsächlich hier
das bessere Management für das. Das hat das alles irgendwie gehalten. Er hat zwar zwischendurch seine Economy auch ein gutes Stück verloren. Man sieht es am Ende mit weniger Worker, aber er hat eine Basis mehr und hat dann aber trotzdem eben das Army-Supply gegessen. Am Ende hat, glaube ich, Cyril einfach ein bisschen zu viel weggeschickt, gerade die Lurker hier draußen. Warum er die 4 Lurker solo losgeschickt hat, gut, klar, gegen die Vipern ist es nicht so einfach mit den Lurkern irgendwas zu tun. Aber die Lurker hatten zumindest Seismic Spines, also die kann man noch recht gut hinten platzieren. Ja gut, ist schon durch, ist schon erledigt. Rainer also kickt Cyril ins Lower Bracket, wird sich Cyril drüber ärgern und Rainer wartet dann als erster Finalist mit 1-0 Führung. Das ist von mir, bis zum nächsten Mal und